Ja, genau hier beginnt dann jetzt der Klettersteig. Man benötigt ein volles Klettersteigset. Und ja, der Klettersteig ist bewertet mit A, B, C, D. D würde ich jetzt eher nicht so hin tendieren, weil die Schwierigkeiten wirklich nicht höher als C belaufen. Ihr seht, es war sehr rutschig bei uns. Und deswegen braucht man auch feste Bergschuhe und natürlich die nötige Erfahrung. Ja, hier seht ihr jetzt, wie ich einmal abgerutscht bin. Es war einfach sehr, sehr rutschig und ja, da rutscht man ab. Hier war es nicht so schlimm, weil es waren zum Glück nur 2 Meter. Und wenn das Klettersteigset gesprungen wäre, dann hätte ich schon mal tiefer fliegen können. Aber sonst ist alles gut gewesen.
Thank you.
Ja, auf der Burg haben wir erstmal etwas getrunken, was gegessen. Man kann auch auf den Turm gehen, man hat eine super Aussicht von da oben auf Manderscheid und die Unterburg. Und dann ging es direkt weiter. Gab es dann einen Übungsklettersteig, wo man, wenn man noch nicht so ganz erfahren war, mal testen wollte, wie man damit zurechtkommt. Man brauchte dafür nicht unbedingt viel. Der dauert vielleicht 2 Minuten, 1 Minute. Und ja, der ist wirklich nicht schwer. Also den kann jeder machen, wenig Höhe. Aber man könnte ihn auch mal gehen, um zu sehen, ob man sich den weiteren Teil zutaut aufgrund der Armkraft, weil die verlässt einen ja irgendwann dann schon sehr. Und ja, dann ging es direkt weiter zur nächsten Etappe. Ihr seht, ich habe da noch gerade den Übungsklettersteig gemacht und an dem Punkt habe ich jetzt nicht weiter gefilmt, weil es mir einfach zu heikel war, noch in den Passagen, wo es schon nass war, Aufnahmen mit der GoPro zu machen, weil man da direkt über den Bach hängt und es dann nicht mehr sich um A oder B handelt, sondern wirklich um die Kategorie C und D, und ich wollte mich ganz persönlich auf meine Stärke konzentrieren. Und ja, dann ist halt nur das rausgekommen, so ein paar Impressionen, aber ich hoffe, die reichen euch trotzdem. Und noch eine Sache, falls einer den Klettersteig nachmachen sollte: Klettersteig-Handschuhe sind definitiv vom Vorteil. Ich habe sie jetzt nicht, weil ich sowas eigentlich eher selten gehe. Die sind aber vom Vorteil, weil die Hände sonst sehr lange noch wehtun und das ist dann unangenehm. Die können auch dann irgendwann nach schon kurzer Zeit wehtun, dann kann man erst gar nicht weiterklettern. Daher sind die definitiv vom Vorteil. Den letzten Teil des Klettersteiges bin ich jetzt nicht weitergegangen. Der würde jetzt noch über die Seilbrücke führen und dann in einem AB-Gelände weiter hoch zu dem Kreuz. Das haben wir uns aber erspart, weil die Kräfte dann am Ende doch ziemlich wegfahren. Man kann dann einen Alternativweg hochgehen. Danach sind wir dann noch auf die Burg gegangen. Da hat man wirklich eine ziemlich gute Aussicht, die haben wir dann nochmal genossen. Und ja, sonst fällt mir eigentlich nichts mehr anderes ein, außer zu sagen ciao und bis zum nächsten Mal.